German Matters ist ein Programm, in dem Sie in sehr kurzer Zeit, nämlich in nur 2 oder 3 Semestern, von A1, das heißt, Sie haben gar keine Kenntnisse Deutsch, bis B1 kommen. Und da haben Sie schon mittlere Sprachkenntnisse. Dieses Sprachlernprogramm wird begleitet mit interkulturellen Kursen, mit Fit-for-the-Job-Seminaren, mit Mentoren, mit Tutoren. Also es ist ein gesamtes Kompaktprogramm, wie Sie Deutsch lernen und kulturell, beruflich hier Fuß fassen können in Deutschland. Also das German Matters Programm ist so besonders, weil es perfekt zu dem Studienplan von den englischsprachigen Masterstudiengängen passt. Also die Veranstaltungen sind am Abend, sind in der vorlesungsfreien Zeit und so schaffen die Studenten es eher, am Ball zu bleiben und den Weg von A1 bis B1 zu schaffen. Heute freue ich mich darüber, dass ich die ganze Programme von German Matters geschlossen habe. Ich mache noch ein bisschen Fehler, aber ich freue mich sehr, dass ich mit anderen Leuten reden kann. Ich denke, das German Matters Kurs ist sehr toll und es war eine großartige Erfahrung. Die Lehrer und Lehrerinnen des German Matters sind sehr toll, sind sehr nett. Ich glaube, dass Deutschland ist sehr wichtig für besser Leben und ich habe viel Spaß für Deutschlernen. Heute mache ich viel Spaß. Es ist auch unser Ziel, dass wenn englischsprachige Masterstudiengänge absolviert werden, dass die Studierenden auch Deutsch nebenbei lernen. Und zwar so lernen, dass sie sich nicht nur beim Bäcker eine Semmel kaufen können, sondern auch normal im Arbeitsleben mit der deutschen Sprache zurechtkommen können. Was ich an German Matters gut finde, ist, dass man verschiedene Kulturen aus vielen verschiedenen Ländern, verschiedene Weltansichten und somit auch verschiedenes Essen kennenlernen kann. Einfach eine ganze Menge Menschen hier, die alle irgendwie anders sind, aber alle besonders. Und ich habe einfach Leute kennengelernt, die meine Freunde geworden sind, die ich einfach mal so außerhalb des German Matters Programms auch mal getroffen habe, den Weihnachtsmarkt besucht habe. Und es ist einfach toll. Grundlegend die Idee für uns ist Internationalisierung. Kein theoretisches Konzept, das sich an irgendwelchen Zahlen oder nur an Zahlen bemessen lässt, sondern Internationalisierung ist schlicht und ergreifend eine Notwendigkeit. Es ist notwendig, international zu arbeiten und zu studieren in der heutigen Welt. Sehr schnell haben wir aber gemerkt, dass hier das Deutsch auch eine sehr wichtige Komponente ist. Das heißt, einmal aus dem Interesse der Studierenden, aber auch aus dem Interesse der Firmen, war klar, dass wir auch das Deutsche für die internationalen Studierenden öffnen müssen. Wir können nur dann erfolgreich sein für unsere deutschen Kunden, wenn wir in Deutschland die Sprache und die Kulturverständnis unter unseren Mitarbeitern fördern. Und damit erhalten wir auch Arbeitsplätze in Deutschland. Das sind in der Regel hochwertige Arbeitsplätze und sie sind mit ihren Sprachkenntnissen und mit ihren Technikkenntnissen sind sie für diese hochwertigen, sehr hochwertigen Arbeitsplätze in Deutschland gut vorbereitet. Und am Ende des Programms, wenn die Teilnehmer ihr B1-Plus-Niveau erreicht haben, dann haben wir ein 24 UE umfassendes Fit-for-the-Job-Training, das auch nochmal konkret auf die Kulturstandards in Deutschland im Arbeitsleben eingeht, mit einem Programmteil von Alumni und Career, die einen sehr schönen Workshop machen rund um das Thema Bewerben in Deutschland, die ersten 100 Tage im Job, wie finde ich überhaupt einen Job in Deutschland. Und diese Komponente rundet dann das Programm ab, weil unsere Teilnehmer zu dem Zeitpunkt ja schon gut 50% ihres Masterstudiengangs hinter sich haben und langsam anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie es jetzt weitergehen könnte. Dann haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, Mentoren kennenzulernen. Das sind Alumni der TU, die schon in Firmen arbeiten und die ihn so ein bisschen an der Hand nehmen, die ihnen so ein bisschen das gesellschaftliche Leben zeigen, aber sie auch so ein bisschen in diese Arbeitskultur mitnehmen oder einführen und vor allem auf Deutsch sprechen können. So, ja, Deutsch ist sehr wichtig, German Matters.